Eine Frage ist noch offen, und zwar, ob wir im Jahr 2022 trotz Gesetzesänderung einen Investitionsabzugsbetrag abziehen können, wenn in 2023 eine PV-Anlage angeschafft wurde oder noch wird. Nach dem Einkommensteuergesetz 2022 kann im Jahr 2022 kein Investitionsabzugsbetrag mehr abgezogen werden. Aber wir müssen uns also fragen, warum der Gesetzgeber die Steuerbefreiung und damit das Abzugsverbot rückwirkend eingeführt hat. Es gibt keinen Grund für eine rückwirkende Gesetzesänderung. Unsere Empfehlung ist ganz klar. Haben Sie vor dem 30. November 2022, das ist der Tag der Beschlussempfehlung, eine PV-Anlage bestellt, die in 2023 geliefert wurde oder wird, dann machen Sie in der Einkommensteuererklärung 2022 einen Investitionsabzugsbetrag in Höhe von 50% der Anschaffungskosten geltend.